Das Puschkin-Museum im Herzen von Moskau. Mit über 600.000 Werken wird hier eine der größten Sammlungen europäischer Kunst aufbewahrt und ausgestellt. (1994) Wenige Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion lüftet das Museum eines der größten archäologischen Geheimnisse des 20. Jahrhunderts. Einer der bedeutendsten Schätze der Welt, das Gold von Troja, wird ab morgen in Moskau ausgestellt. Diesen spektakulären Kopfschmuck könnte Helena von Troja getragen haben, König Priamos, der König aus der Ilias. Im Zweiten Weltkrieg gilt der Schatz als verschollen. Ein halbes Jahrhundert später taucht er in Russland wieder auf. Der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann fand das Gold 1873 bei Ausgrabungen. Der Schatz beweist, dass Homers Stadt und das trojanische Pferd keine reine Fiktion sind. Warum ist der Schatz in Russland ein halbes Jahrhundert vor der Welt versteckt worden? Wem gehört das Gold des Priamos? Und wie ist das alte Troja gefunden worden? Eine Spurensuche in der Geschichte. Sie beginnt mit der Ilias von Homer, einem der ältesten Werke der Literatur. Die Geschichte des Schatzes führt in den östlichen Mittelmeerraum, in den Nordwesten der heutigen Türkei. Damals gab es in dem Gebiet zwei Großmächte, das alte Ägypten und das Großreich der Hethiter. Die Hethiter beherrschten etwa die Hälfte der heutigen Türkei. Es gab jedoch mehrere regionale Königreiche. Eines davon war Velusa. Das klingt ähnlich wie die altgriechische Aussprache von Ilios. Und das ist wiederum ein anderer Name für die Stadt Troja aus Homers Ilias. Der Name Troja wird in dem Werk nur zwei- oder dreimal erwähnt. Meistens wird die Stadt Ilios genannt. Ilios oder Troja ist ein Stadtstaat in exponierter Lage. Im Westen das Mykenische Reich, das den Süden Griechenlands beherrscht und seine Macht nach Osten über die Ägäis ausweiten will. In der späten Bronzezeit befanden sich die mykenischen Könige auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sie eroberten die Insel Kreta und versuchten dann nach Westanatolien vorzurücken. Dieses Gebiet gehörte zum Reich der Hethiter. Troja stand zwischen Mykene und dem Hethitischen Reich. In der griechischen Mythologie ist Priamos der letzte König von Troja. Unter ihm gelangt die Stadt zu großem Reichtum. Das verdankt sie nicht zuletzt ihrer günstigen Lage an der Kreuzung wichtiger Handelswege nahe der Meerenge der Dardanellen zwischen Europa und Asien. Es besteht kein Zweifel daran, dass Troja eine wichtige Stadt war, für die sich sowohl die Hethiter als auch die Mykener interessierten. Im 8. Jahrhundert vor Christus verfasst Homer die Ilias. Darin schildert er die Belagerung der Stadt Troja durch die Griechen unter König Agamemnon, dem Herrscher von Mykene. Paris, Sohn des trojanischen Königs Priamos, entführt die schöne Helena. Die aber ist mit Menelaos, dem König von Sparta, verheiratet. Menelaos überquert mit seinem Bruder Agamemnon die Ägäis, um seine Frau zurück nach Griechenland zu holen. Der Kampf um Troja, in den sich auch die Götter des Olymps einmischen, endet mit dem Untergang der Stadt. Die genaue Lage Trojas gerät in Vergessenheit. Es
Troja ist bedeutsam für die Datierung der europäischen Vorgeschichte. Denn die Schriften der alten Griechen und Römer sind alles, was wir haben. Aus ihren Überlieferungen stammt unser historisches Wissen über die Kelten. Über die Zeit davor wissen wir gar nichts. Im Laufe der Jahrhunderte versuchen Abenteurer und Entdecker, die verlorene Stadt zu finden. Die Legende von Troja ist eng verbunden mit Priamos, Paris, Helena, Achilles und einem Pfarrerssohn aus Deutschland, Heinrich Schliemann. Schliemann wurde 1822 im mecklenburgischen Neubukow geboren. Er war das fünfte von insgesamt 9 Kindern. Sein Vater war evangelischer Pastor. Er kam aus einfachen Verhältnissen, hatte keine höhere Schulbildung und machte in jungen Jahren eine Ausbildung in einem Krämerladen. 1841 lässt sich Schliemann in Amsterdam nieder und findet eine Anstellung in einem Handelshaus. Er lernt mehrere Sprachen, darunter Russisch. 5 Jahre später zieht er nach St. Petersburg, wo er mit dem Farbstoff Indigo handelt. 1852 heiratet er in eine russische Adelsfamilie ein. Seine Aufzeichnungen aus dieser Zeit machen deutlich, dass er zur Oberschicht gehören wollte. Die Geschäfte laufen gut. In der Zeit des großen Goldrauschs geht Schliemann in die USA und vervielfacht sein Vermögen. 1864 kann er sich ganz seinem Kindheitstraum widmen, der Suche nach Troja. In seiner Biografie schildert Heinrich Schliemann, dass er seit seiner Kindheit vom Mythos Troja, der Ilias und der Odyssee besessen war. Ein Geschichtsbuch für Kinder habe seine Begeisterung für die Stadt aus Homers Ilias geweckt. Ein Kupferstich in dem Buch zeigt, wie Aeneas mit dem kleinen Iulus an der Hand aus Troja flieht. Das Bild der brennenden Stadt hat sich bei ihm eingeprägt. Schliemann glaubte, dass es wirklich einen Krieg zwischen Griechen und Trojanern gegeben hatte. Und dass Homer Anhaltspunkte für die Lage der Stadt geliefert hatte. Er wollte Troja finden. Die Leidenschaft für die Ilias lässt Heinrich Schliemann nicht mehr los. Von allen finanziellen Sorgen befreit, widmet er sich seinem Bildungshunger. In Paris studiert er Altertumskunde und reist um die Welt, angetrieben von der Idee, Troja zu finden. Im Gegensatz zu Orten wie Mykene war die genaue Lage von Troja in Vergessenheit geraten. Sein großes Ziel war, zu beweisen, dass Troja wirklich existiert hat. Im 19. Jahrhundert brachen die ersten Entdecker auf, um die Orte aus den alten griechischen Schriften zu erforschen. Die berühmteste dieser Schriften ist die Ilias. Und Schliemann wollte als Entdecker Trojas in die Geschichte eingehen. Rediscoverer of Troy. 1868 bricht Schliemann zu einer Reise entlang der Mittelmeerküste auf. Auf der Insel Ithaka sucht er die Ruinen des Palastes des Odysseus. Anschließend reist er über Tiryns und Mykene im Nordosten der griechischen Halbinsel Peloponnes weiter ins Osmanische Reich, in die heutige Türkei. Auf Homers Spuren zieht es ihn zur Troas-Ebene, wo er die Stadt Troja vermutet. Er hatte einen guten Riecher dafür, die Hinweise und Beschreibungen aus Homers Odyssee richtig zu deuten. Und
In Homers Schriften finden sich zahlreiche Hinweise. Die Insel Lesbos wird namentlich erwähnt, ebenso die in der Antike Hellespont genannte Meerenge zwischen Europa und Asien. Auch die Tier- und Pflanzenarten, die Homer beschreibt, stimmen mit denen der Troas überein. Einige der beschriebenen Bäume gibt es nur in diesem Teil der Türkei. In der Ilias beschreibt Homer, dass sich bei Troja zwei Flüsse vereinen, Skamander und Simois. Die Stadt liegt auf einem Plateau zwischen den beiden Flusstälern. Dennoch sind Homers Angaben zur Lage der Stadt vage. Er beschreibt, dass die Griechen den Hellespont auf dem Seeweg erreichen. An der Flussmündung des Skamander schlagen sie laut Homer ihr Lager auf und belagern den Hügel, auf dem sich Troja befindet. Es gibt aber mehrere Hügel in dem Gebiet. Darunter auch künstlich aufgeschüttete Grabhügel. Einige von ihnen werden gefallenen Helden der Antike wie Achilles, Ajax oder Patroklos zugeordnet. Schliemann führte erste Feldstudien und Grabungen durch. Zunächst vermutete er Troja unter dem Hügel Balida. Viele versuchten damals, Troja zu finden. Der Franzose Le Chevalier stellte die Balida-These auf. Seine These fand damals großen Zuspruch. Sollte es Troja gegeben haben, dann dort. Die Angaben aus Homers Ilias scheinen zum Balida zu passen. Er überblickt die Troas, ist gut vor Angriffen geschützt und liegt direkt an einer Biegung des Skamander. Heinrich Schliemann beginnt mit ersten Grabungen. Er stößt zwar auf Siedlungsspuren wie Mauerreste und Hügelgräber, doch sie scheinen ihm zu jung, um zum antiken Troja zu gehören. Zudem hätte ein Palast wie der des Priamos hier kaum Platz gefunden. Der Legende nach soll er 62 Räume gehabt haben. Und der Balida ist recht weit von der Küste entfernt. Enttäuscht stellt Schliemann fest, dass er hier falsch ist. Er kehrt in die Hafenstadt Çanakkale zurück, wo es zu einer folgenreichen Begegnung kommt. Er verpasste sein Schiff nach Istanbul, was sich als glückliche Fügung erwies. Denn am Hafen traf er Frank Calvert, der sich sicher war, Troja gefunden zu haben. Frank Calvert war ein britischer Diplomat, der am Fuße des Hügels Hisarlik Grabungen durchgeführt hatte. Der Hisarlik liegt etwa 10 Kilometer nördlich des Balida. Auch er passt zu Homers Beschreibungen. Drei der Calvert-Brüder lebten damals in der Türkei. Frank war einer der erfahrensten Archäologen der Gegend. Fast alles, was Schliemann damals wusste, hatte er von Calvert. Frank Calvert hatte sich intensiv mit der Ilias befasst. Er war davon überzeugt, Troja gefunden zu haben. An dem Ort laufen zwei Flüsse zusammen. Es gibt einen langgezogenen Hügel und man kann die Inseln sehen, die Homer beschrieben hat. Um die Standortfrage zu beantworten, muss man verschiedene Disziplinen berücksichtigen. Erkenntnisse der Altphilologie, archäologische Funde und hethitische Schriftquellen. Diese Puzzleteile ergeben das Gesamtbild. Die auf dem Hisarlik gefundenen Ruinen stammen zu großen Teilen aus der Bronzezeit. Zur Zeit des trojanischen Königs Priamos sieht die Gegend anders aus. Das Meer reicht damals weiter ins Landesinnere. Der Hügel Hisarlik liegt somit nahe an der Küste und strategisch günstig zwischen zwei Flüssen, wie Homer es für Troja beschreibt. Ist Frank Calvert auf der richtigen Spur?
Calvert kaufte den halben Hügel. Natürlich hätte er Troja gerne alleine entdeckt, aber ihm fehlte das Geld für umfangreiche Ausgrabungen. Also schlug er Schliemann vor, lassen Sie uns zusammenarbeiten. Ich bin ziemlich sicher, dass Troja genau hier ist. Die beiden taten sich zusammen. Besonders dankbar zeigte sich Schliemann später aber nicht. Als Schliemann die Grabungen am Hisarlik beginnt, hat Calvert nur noch wenig zu melden. Der Deutsche will als Entdecker Trojas in die Geschichte eingehen. In 1870 war er bereit anzufangen. Das dachte er zumindest. Noch bevor die offizielle Grabungslizenz vorliegt, fängt Schliemann im Frühjahr 1870 an zu graben. Mit seinen Arbeitern schlägt er eine 40 Meter lange Schneise quer durch den Hügel. Jüngere Siedlungsschichten lässt er abtragen. Voller Energie wühlt sich Schliemann durch den Hisarlik. Die erste Grabungsphase dauert 3 Jahre bis 1873. Er hatte genug Geld, um alle Hindernisse zu überwinden, die sich ihm in den Weg stellten. Und natürlich auch, um eine große Zahl von Arbeitern anzuheuern. Täglich waren 70 bis 100 Männer für ihn im Einsatz. Sie gruben sich tief in den Hügel. Der Graben sollte einen Querschnitt durch den Hügel bilden. In der modernen Archäologie würde man einen Grabhügel in Quadranten unterteilen und systematisch freilegen. Schliemann schlug einfach eine große Schneise in den Fels. Das ist der sogenannte Schliemann-Graben. An dieser Stelle hat er 1871 gebuddelt. Er glaubte, bis auf den Fels graben zu müssen, um Troja zu finden. Der Graben war zunächst rund 10 Meter breit und an einigen Stellen bis zu 14 Meter tief. Sehen Sie den Baum dort? Zu Beginn der Ausgrabungen war der Hisarlik etwa 30 Meter hoch. Schliemann zerschnitt den Hügel von Norden nach Süden. Er war nicht besonders sorgfältig und machte sich nicht die Mühe, den Hügel schichtweise abzutragen. Er grub einfach drauf los. Die Grabungsstätten waren ziemlich chaotisch. Aber er fand schnell die ersten Töpfe, Scherben und andere Artefakte. Im dritten Jahr der Grabungen stieß er in großer Tiefe auf eine verkohlte Schicht. Er war davon überzeugt, Troja, die verbrannte Stadt, entdeckt zu haben. Für ihn der Beweis. Denn Troja soll ja im Krieg niedergebrannt sein. Schliemann glaubt sich am Ziel. Die verkohlten Fragmente treiben ihn an, immer weiter zu graben. Die jüngeren Siedlungsschichten fallen seinem Entdeckerdrang zum Opfer. Anfang 1873 stößt er auf ein Stadttor und die Überreste eines palastartigen Gebäudes. Wenige Monate später, am 31. Mai, dann der Sensationsfund. Abgesehen von ihm gibt es keinerlei Zeugen dafür, was an diesem Morgen tatsächlich geschah. Angeblich hatte er seine Arbeiter nach Hause geschickt und war ganz alleine, als er in der Erde etwas glitzern sah. Er begann zu graben und stieß auf eine wunderschöne Halskette.
Ein Diadem, zahlreiche Ohrringe und Ringe, kleine Juwelen und andere goldene Artefakte. Ab Mai wurde hier systematisch gegraben. Schliemann vermutete an dieser Stelle das Palastgebäude. Als er weiter nach unten grub, stieß er auf den sogenannten Schatz des Priamos. Es war eine große Menge Gold, ein Schatz, wie er im Buche steht. Und es wurde immer mehr. An 12 Stellen wird Schliemann fündig. Insgesamt entdecken seine Arbeiter über 8000 Artefakte. Für Schliemann besteht kein Zweifel, das muss das Gold des Priamos sein. Es war eine Sensation, die ihn zum berühmtesten Archäologen der Welt machte. Er hat etwas geschafft, das niemandem vor ihm gelungen ist. Er hat bewiesen, dass in der prähellenistischen Zeit kunstvoller Schmuck und ähnliche Gegenstände hergestellt worden sind. Eine Glanzleistung. Mit dem Gold und der verlorenen Stadt schreibt Heinrich Schliemann Archäologiegeschichte. Dass er seinen Erfolg eigentlich Frank Calvert verdankt, gerät in Vergessenheit. Noch ahnt niemand, welche Odyssee dem Schatz bevorsteht. Schliemann veröffentlichte detaillierte Berichte über seine Ausgrabungen in verschiedenen Sprachen. Damit half er den Archäologen, die nach ihm kamen. Er dokumentierte alles mit Fotos und einer Karte. Vor Schliemann hatte kein Archäologe seine Arbeit so penibel dokumentiert. Den Druck bezahlte er aus eigener Tasche. Dadurch ging alles sehr schnell. Sein Atlas trojanischer Altertümer war eine Sensation. Das Werk wurde ein Welterfolg. Es wurde in allen Zeitungen besprochen und Schliemann gab viele Interviews. Er ließ Fotografen kommen, die seine Frau mit den Schmuckstücken fotografieren sollten. Er war am Ziel seiner Träume. Schliemanns Grabungsberichte sorgen auf der ganzen Welt für Aufsehen. Dann erinnert ihn die osmanische Regierung an eine alte Abmachung. Während der gesamten Ausgrabungen war ein Vertreter der Regierung vor Ort, um sicherzustellen, dass die Interessen des Osmanischen Reiches gewahrt werden. Laut der Abmachung sollten die gefundenen Artefakte aufgeteilt werden. Je 50% für das Osmanische Reich und 50% für Schliemann. Aber er wollte den Schatz nicht teilen. Priamos Gold ändert alles. Schliemann denkt nicht daran, etwas abzugeben. Er plant seine Flucht. Es war eine große Menge Gold und das musste er irgendwie aus dem Land schaffen. Als erstes schickte er seine Leute nach Hause. Es gab einen Strand mit einer Anlegestelle. Passagiere durften dort eigentlich nicht an Bord genommen werden, aber nachts kam man damit durch. Von Karen Ligliman aus brachten sie das Gold erst nach Siros und dann nach Athen. In Griechenland versteckt Schliemann das Gold in der französischen Schule von Athen. Die türkische Regierung erhebt Anklage. Schliemann wird zu einer Entschädigung von 10.000 Goldfranken verurteilt, was etwa 500.000 Euro entspricht. In einer wohlkalkulierten Geste der Großzügigkeit erhöht er selbst die Summe auf 50.000 Goldfranken. Eine lächerliche Strafe.
Er bietet die Sammlung den großen Museen an in Paris, St. Petersburg und London. Dafür verlangt er bis zu 50.000 Pfund, nach heutigem Wert etwa 5,7 Millionen Euro. Die Museen lehnen ab. Sie trauen Schliemann nicht. Außerdem möchte sich niemand mit dem Osmanischen Reich anlegen. Schließlich erklärt sich das South Kensington Museum in London bereit, den Schatz für 3 Jahre auszustellen. Zweifel wurden laut, die von Frank Calvert und anderen verbreitet wurden. Schliemann arbeitete mit mystischen Erzählungen und machte sich so angreifbar. Sie sagten, wenn man seinen Berichten nicht trauen kann, wie soll man seinen Funden trauen? Dann stellt ein neuer Fund in Mykene in Griechenland alles in Frage. Schliemann erkennt, dass er einen Fehler gemacht hat. Bei den Ausgrabungen in Griechenland machten Schliemann und sein Partner Wilhelm Dörpfeld eine wichtige Beobachtung. Die mykenischen Könige hatten ganz andere Töpferwaren, als man sie im verbrannten Troja gefunden hatte. Auf der Suche nach Troja hat Schliemann extrem tief gegraben. Die Grabungsschnitte ziehen sich durch Schichten verschiedener Epochen, insgesamt 10 übereinander liegende Siedlungen. Auf dem Hügel von Hisarlik leben über 3500 Jahre Angehörige verschiedener Kulturen. Die Grabungsschnitte decken in etwa einen Zeitraum von 2500 vor Christus bis 500 nach Christus ab, also über 3000 Jahre. Die Besiedlungszeit Trojas beginnt in der frühen Bronzezeit. Das ist die älteste Schicht. Es folgen 9 weitere Schichten. Wir sprechen von Troja 1 bis Troja 10. Die 10. Siedlung markiert die byzantinische Ära. Kürzlich wurden neue Elemente aus der ersten Siedlungsepoche entdeckt. Zwischen Troja 1 und Troja 10 liegen 20 Meter voller kultureller und architektonischer Elemente. Unterschiedliche Befestigungsmauern und Häuser. Es ist ein sehr komplexes Siedlungssystem. Zum Teil wurden neue Siedlungen direkt auf vorangegangenen aufgebaut. Es waren noch Grundmauern oder andere Elemente enthalten, die man für die neue Siedlung nutzte. So entstand über 3000 Jahre hinweg ein Stilmix, der sich in allen 10 Schichten vom Grundgestein bis Troja 10 findet. Der Schliemann-Graben liefert eine perfekte Chronologie der verschiedenen Siedlungsepochen, fast 4000 Jahre. Doch welche Schicht stammt aus der Zeit des Trojanischen Krieges? Und zu welcher Schicht gehört der Schatz des Priamos? Offensichtlich war der Schatz 1000 Jahre älter als angenommen. Schliemann erkannte, dass er die falsche Schicht als das verbrannte Troja identifiziert hatte. Aber immerhin war der Standort richtig. Schliemanns Ausgräber haben den mythischen Priamos verfehlt. Die Funde aus der mykenischen Ausgrabungsstätte belegen, dass die 6. und 7. Siedlungsschicht von Troja der Ilias zugeordnet werden können. Der vermeintliche Schatz des Priamos stammt aber aus Schicht Nummer 2, aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Der Schatz stammt aus der frühen Bronzezeit, etwa aus der Zeit zwischen 2400 bis 2100 vor Christus. Das Gold wurde wissenschaftlich untersucht und mit Gold aus anderen Epochen verglichen. Im Westen Anatoliens fand man beispielsweise viel Gold aus der Zeit der Lyder. Schliemanns Grabungen legen fast 4000 Jahre alte Tempelruinen frei.
Was er für Homers Troja gehalten hat, sind Spuren einer vergessenen Zivilisation, die 1000 Jahre vor den von Homer geschilderten Ereignissen existierte. Er grub immer tiefer, ohne jüngere Siedlungsschichten genau zu dokumentieren. Das bestätigte die Zweifel vieler Experten. Tatsächlich stammten seine Funde aus verschiedenen Schichten. Und weil er so ungestüm in die Tiefe gegraben und überall Stücke entnommen hatte, ließen sich diese nun nicht mehr den richtigen Schichten zuordnen. Es traf ihn schwer, dass er so weit an der Stadt vorbeigegraben hatte, die er gehofft hatte zu finden. Und ihm war bewusst, dass er Teile der Stadt unwiederbringlich zerstört hatte. Unter Fachleuten sind Schliemanns Methoden bis heute umstritten. Einige halten ihn für einen Pionier der Feldarchäologie. Für andere ist er lediglich ein Amateur, der schweren Schaden angerichtet hat. Schliemann, in Wahrheit nicht der Entdecker, sondern der Zerstörer Trojas. Er war zweifellos ein bedeutender Archäologe. Wenn man sein Tagebuch liest, empfindet man Bewunderung für diesen Mann, weil er so hart gearbeitet hat. Aber er war auch skrupellos. Unverzeihlich, wie er sich Frank Calvert gegenüber verhalten hat. Calvert war ihm eine große Hilfe und Schliemann hat ihn einfach betrogen. Er hat Unglaubliches geleistet. Man darf nicht vergessen, dass er aus einer Kleinstadt in Mecklenburg kam und keine höhere Schulbildung hatte. Ich würde ihn nicht als Abenteurer, sondern als self-made man bezeichnen. Er hat alles dafür getan, als Archäologe anerkannt zu werden. Es gibt die Realität, aber er hat ein Stück Traum in diese Realität gebracht. So war Schliemann. Einer der berühmtesten Archäologen der Geschichte ist auch einer der umstrittensten. Schliemann stirbt 1890. Seinen Schatz hat er zuvor dem deutschen Volk geschenkt. Er soll im Völkerkundemuseum in Berlin ausgestellt werden. 1945. In Europa toben die letzten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Sowjetische Truppen marschieren in Berlin ein. Die Hauptstadt liegt in Trümmern. Im Mai 1945 herrschten in Berlin chaotische Zustände, schwer zu beschreiben. Es war wie eine Wagner-Oper, Götterdämmerung, als letzter Akt in Hitlers grausamer Oper. Lange vor Kriegsende versuchen die Nazis, Kunstwerke aus dem Reich und Raubkunst aus den besetzten Gebieten zu verstecken. In Bunkern, Bergwerken oder Schlössern. Kunst wurde aus den Museen entfernt und in Sicherheit gebracht. Die Kunstschätze wurden an geheimen Orten versteckt. Das sollte nur eine vorübergehende Lösung sein. Soweit wir wissen, wurde das trojanische Gold in die Flaktürme in Berlin gebracht. Sie galten damals als unzerstörbar. Die Türme wurden 1941 auf Befehl von Adolf Hitler gebaut. Weil sie als bombensicher galten, verwahrte man dort drei Kisten mit Kunstschätzen aus Silber und Gold. Man stufte diese Objekte als von unersetzlichem künstlerischen Wert ein. Dann verschwanden sie und niemand wusste wohin. Offensichtlich sind die Flaktürme am Berliner Tiergarten nicht so sicher wie gedacht. In den Wirren des Untergangs verschwindet der Schatz des Priamos, spurlos.
This is the wall the East Germans themselves built, and they don't like to see it broken down from the West. Fast ein halbes Jahrhundert später eine neue Zeitenwende. Da sorgt ein Artikel über sowjetische Beutekunst weltweit für Aufregung. Zwei russische Kunsthistoriker vom Magazin Art News hatten Schliemanns Schatz aufgespürt. Sie stießen im Müll auf alte Dokumente des Komitees für Kunst. Das war vor dem Krieg der Name des Kulturministeriums. Es handelte sich offenbar um vertrauliche Dokumente. Als wir uns die Bündel genauer ansahen, fanden wir eine Liste mit Kunstschätzen, die von Berlin in die Sowjetunion gebracht worden waren. 1945 stellt die Rote Armee sogenannte Trophäenkommissionen auf. Sie beschlagnahmen Kulturgüter im besetzten Deutschland und bringen sie in die Sowjetunion. Ganze Züge mit Juwelen, Statuen, Gemälden und anderen Kunstwerken fahren in Richtung Osten. Es gab eine Diskussion darüber, wo die Kunstschätze sind und wem sie zustehen. Die Russen sagten, vielleicht haben wir sie, vielleicht auch nicht. Aber so oder so haben wir einen Anspruch. Es ist Wiedergutmachung. So landeten die Kisten 1945 bei den Sowjets. Die betrachteten sie als eine Art Kompensation für die Verluste, die die Sowjetunion während des Kriegs erlitten hatte. Wir haben für unsere Recherchen mit Leuten von der Trophäenkommission gesprochen. Sie deuteten an, dass das Gold nicht im Berliner Trümmerschutt verschwunden war. In den Dokumenten finden Konstantin Akinscher und Grigori Koslow eine Transportliste aus dem Berliner Flakturm. Sie beschreibt alle beschlagnahmten Gegenstände, die in sowjetische Depots gebracht wurden. Darunter auch der Schatz des Priamos. Diese Objekte wurden ins Puschkin-Museum gebracht und stehen seit 1945 unter unserem Schutz. Ab 1995 wurden die Kunstschätze wieder ausgestellt. Sie wurden den Menschen 45 Jahre vorenthalten. Nach 1945 wird das Puschkin-Museum zur zentralen Drehscheibe. Von hier aus sollen beschlagnahmte Kunstwerke auf Museen in der ganzen Sowjetunion verteilt werden. Der Schatz befand sich die ganze Zeit in einem kleinen Lagerraum im ersten Stock, direkt neben dem Treffpunkt für Museumsführungen. Hier versammelten sich täglich Hunderte von Menschen. Er war direkt vor unserer Nase versteckt. 1991 machen Akinscher und Koslow ihre Entdeckung öffentlich. Die ganze Welt blickt auf das Puschkin-Museum. Russland muss reagieren. Irina Antonova ließ das Gold aus Troja schließlich ausstellen. Endlich konnten es alle sehen. Sie wusste, dass Beutekunst aus Deutschland im Museum ist. Und sie hatte mehrmals bei der Kommunistischen Partei angefragt, ob es nicht an der Zeit sei, die Kunstschätze auszustellen. Eine schriftliche Antwort bekam sie nie. Am Telefon sagte man ihr nur, es ist noch zu früh. Die Ausstellung in Moskau ist eine archäologische Sensation. Am beeindruckendsten finde ich die goldene Saussure. Sie stammt aus der Zeit um 2400 vor Christus. Wie konnten Sie so etwas herstellen? Das sind 600 Gramm pures Gold. Wertvoll macht sie aber vor allem die Tatsache, dass es auf der ganzen Welt kein zweites Gefäß dieser Art gibt. Sie ist einzigartig. Das gleiche gilt für den Kopfschmuck. Diese Stücke sind über 4000 Jahre alt.
Und dann diese Linsen aus Bergkristall. Sie müssen damals schon Werkzeuge zur optischen Vergrößerung genutzt haben, um so filigranen Schmuck mit winzigen Perlen herzustellen. Wie hätten sie das sonst fertigen sollen? Es ist erstaunlich, wie fortschrittlich sie waren. Bis heute ist der Schatz im Moskauer Puschkin-Museum ausgestellt. Deutschland hat sich vergeblich um eine Rückführung bemüht. Auch die Türkei erhebt Anspruch auf den Schatz. Schliemanns Schatz hat das Museum seit 1945 nicht verlassen. There were many, many years of wrangling, which in a sense go on to this day. Die Eigentumsfrage hat einen heftigen Streit ausgelöst, der eigentlich bis heute andauert. Die Türkei sagt, der Schatz gehört uns, wir wollen ihn zurück. Griechenland vertrat den Standpunkt, Schliemann war damals griechischer Staatsbürger, also ist es unser Gold. Deutschland wies darauf hin, dass Schliemann den Schatz dem deutschen Volk vermacht hatte. Und die Russen sagten, mag sein, aber wir sehen ihn als Reparation für Kriegsverluste. Ein endloses Gerangel. Unsere deutschen Kollegen fragten uns, ob sie den Schatz in Berlin ausstellen könnten. Wir sagten, ja, aber nur, wenn die deutsche Regierung verspricht, die Sammlung danach an Russland zurückzugeben. Russlands Standpunkt in Bezug auf den Schatz des Priamos und andere Beutekunst ist einfach. Wir geben nichts zurück. Meiner Meinung nach ist es gar nicht so wichtig, wo sich die Artefakte befinden. Die Hauptsache ist, dass sie zugänglich bleiben. Nicht nur für die Öffentlichkeit, auch für wissenschaftliche Untersuchungen. Ich als Wissenschaftler sage, dass alle Fundstücke zurückgebracht und hier in Troja ausgestellt werden sollten. Ab den späten 1980er Jahren führt Manfred Korfmann Bodenuntersuchungen rund um die Ruinen durch. Er stellt die These auf, Troja sei größer und einflussreicher gewesen als bisher angenommen. . 2018 eröffnet an der Grabungsstätte ein Museum. Heute leitet Rüstem Aslan die Grabungen auf dem Hisarlik. Die Arbeit geht weiter. Ich rechne mit wichtigen Erkenntnissen zum Grundriss von Troja 1 und 2. Die Suche nach Ruhm hat Heinrich Schliemann Mythos und Wirklichkeit verbinden lassen. Die Entdeckung der vergessenen Stadt bringt 4500 Jahre verlorener Geschichte ans Licht. Die Frage, wem das Gold gehört, ist noch immer offen. Vielleicht lautet die Antwort, Kulturschätze wie dieser gehören der ganzen Menschheit.